Herr Rodionow, Sie sind mit RT Deutsch angetreten, um, wie Sie schreiben, dem einseitigen und oft interessengeleiteten Mainstream etwas entgegenzusetzen. Warum brauchen wir in Deutschland ein russisches Medium dafür? Das soll der Zuschauer entscheiden, ob er noch einen Sender braucht oder nicht. Und im Moment zeigen die Zahlen, die Abruf, die Klicks, dass es durchaus Platz gibt für ein Medium wie RT Deutsch, obwohl sehr verpönt in den jüngsten Artikeln in der Zeit und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir kommen gleich noch auf die Berichterstattung. Ja, aber anscheinend, dass die Entscheidung liegt beim Zuschauer. Wenn wir jetzt das Projekt RT Deutsch mit anderen Auslandssendern vergleichen, mit der BBC etwa, mit der Deutschen Welle, dann ist es so, dass diese Medien von ihrer nationalen Perspektive aus über ihr Land berichten, für das Ausland. Bei RT Deutsch habe ich das Gefühl, dass sie als ja, russisches Medium auch über Deutschland berichten. Kann das funktionieren? Ja, RT Deutsch ist eben ein deutsches Medium, von deutschen Journalisten produziert, für den deutschen Mediennutzer. Welche redaktionellen Schwerpunkte haben Sie denn? Welche Kernthemen wird RT Deutsch verfolgen? Das haben wir gleich in der ersten Sendung angesprochen, zu diesen berühmten Bildern von dem Putin beim Fischfang, Putin mit einem Amurtiger, Putin beim Judo. Das sind unsere drei größten Themen. Ja, Das ist für alle, Sie die haben das mit. mal so ein bisschen ironisch gemacht, aber mal ernsthaft, welche Themen wird RT verfolgen? Das war natürlich nicht ein bisschen ironisch, das waren von vorne bis hinten komplett ironisch. Und das ist der einzige Weg, auf dem wir den Vorwürfen gegen RT Deutsch begegnen können. Und zwar den Vorwürfen, die eigentlich ohne da ins Programm reinzuschauen, uns gleich mit diesen Propagandakeulen begrüßt haben. Ja, und die Vorwürfe waren ja nicht zimperlich. Da war von Propaganda die Rede, von Verzerrung. Es hieß, ich meine von den Reportern ohne Grenzen sogar, sie seien gefährlich. Herr Rodion, wie gefährlich sind Sie? Ja, ich bin sehr gefährlich. Ich bin total gefährlich. Ich bin hier eigentlich mit dem Team meiner Kollegen da, um dieses monolithe Meinungsbild zu zerstören, um jetzt eine andere Perspektive in dieser Medienlandschaft zu gewähren. Und das ist anscheinend ja eine Gefahr natürlich für den ach so unbedarften, naiven Mediennutzer, dem es nicht zugetraut wird, sich selbst schlau zu werden aus dem Medienangebot und der natürlich geschützt und bevormundet gehört, und zwar mit den direkten Hinweisen: Hallo, hier ist Propaganda, hier ist Lüge, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, hier ist Schwarz, hier ist Weiß. Nun haben Sie eben gesagt, RT Deutsch wird von deutschen Journalisten gemacht für Deutschland, aber Sie bekommen ja Geld, Sie werden ja finanziert aus Russland, aus Moskau. Ja, deutsche Journalisten, das heißt die deutschsprachige Journalisten. Wir haben zum Beispiel unsere Moderatorin, ist eine Deutsch-Brasilianerin mit amerikanischer Bildungsprägung und schwäbischer Sozialisierung. Wir haben auch unseren Reporter Nicolai Gericke, der aus der Schweiz stammt, mit rumänischen Wurzeln, auch in Amerika aufgewachsen. Also Deutsch heißt in diesem Sinne, als solche über ihre Kultur und ihre Sprache identifiziert werden. Das ist nur als ein Beispiel dafür, dass es ein eigentlich sehr internationales Team ist. Wie funktioniert das denn jetzt mit den redaktionellen Inhalten? Entscheiden Sie selbst darüber oder stimmen Sie das auch mit Ihrer Mutterredaktion, mit RT International ab? Ja, also laut den deutschen Medienkollegen soll ich jetzt eine Hotline zu einem Kreml-Bunker haben, wo uns dann alle Themen schon vorgelegt werden. Da haben wir gar kein Problem damit, so einen Themenablauf für den Tag zusammenzusetzen, weil wir schon alles vorgesetzt kriegen. Aber wie Sie sehen, ich musste auch Sie leider jetzt hinhalten. Während unserer andauernden redaktionellen Besprechung, weil wenn da ein Gast rausfällt oder ein anderer kurzfristig absagen muss, wir müssen vieles umstellen. Alles, was wir produzieren, alle Themen, die wir ansprechen, die wir anreißen, werden in diesen redaktionellen Besprechungen in einem relativ kleinen Raum, da unten in diesem Gebäude, entworfen, besprochen und umgesetzt. Bei diesem Team mit sechs Journalisten, die diese Sendung produzieren, noch vier produzieren
die Inhalte für die Webseite. Und das wirkt schon manchmal fast klaustrophobisch. Also in diesem kleinen Kreis, in diesem kleinen Raum, wo ich sie nicht mal einladen kann wegen Platzmangels, werden die ganzen Inhalte besprochen, entworfen und dann auch umgesetzt. Nun war aber trotzdem zu lesen, der Ivan Rodionow, das ist ein Kreml-Propagandist. Was entgegnen Sie denn solchen Stimmen? Warum muss ich denen was entgegnen? Sie können mich für einen Kreml-Propagandisten halten. Dazu braucht man ja auch keine Belege vorlegen. Er ist ein Kreml-Propagandist, das reicht schon. Es reicht auch schon zu behaupten, der an einer oder andere wäre ein Verschwörungstheoretiker. Oder besser noch ein Antisemit. Das ist schon eine Steigerung. Aber Kreml-Propagandist ist so ungefähr die Stufe 1 von diesem Treppchen, wo man eigentlich Belege oder Hinweise nicht schuldig ist. Ich vertrete AD Deutsch, ich vertrete hier eine andere Perspektive, eine andere Meinung und damit katapultiere ich mich selbst in die Ecke der Propagandisten. Anders, Propagandist ist eben andere Meinung. Sie haben es eben schon angesprochen, in Ihrer ersten Sendung sind Sie ja durchaus ironisch mit diesen Vorwürfen, mit diesen Anwürfen umgegangen. Ist diese, ja, sagen wir ruhig, Diffamierung von RTL Deutsch, diese sehr, sehr kritische, mitunter unfaire Berichterstattung, nicht aber auch ein Problem, wenn es bei Ihnen darum geht, Interviewpartner in Deutschland zu finden und auf Akzeptanz auch zu stoßen? Ich sehe da überhaupt kein Problem, wie über RT Deutsch berichtet wird. Das ist eher ein Problem bei den Berichterstattern. Aber anscheinend hat sich da recht viel Galle angestaut, die jetzt auf RT Deutsch abgelassen wird. Das nehmen wir ganz locker und entspannt hin. Was aber unsere Gäste angeht, wir setzen meistens auch auf die Gäste, die von den Mainstream-Medien auch übergangen werden, die ignoriert werden. Das jüngste Beispiel, dieser Gysi-Skandal im Bundestag. Keiner hat bei diesen vermeintlichen Israel-Hassern nach einem Interview gefragt. Bei der Bild wurden sie da ausdrücklich mit einer Absage dann abserviert. Nein, wir wollen eure Meinungsäußerung gar nicht. Wir wollen euch nicht interviewen. Uns reicht schon, wenn wir euch darstellen als Antisemiten und Israel-Hasser, obwohl ist absurd. Die beiden Juden, der eine Israeli, der andere Amerikaner, dann haben wir einen von denen, nämlich Max Blumenthal, in unser Studio eingeladen, ja, um ihn zu befragen. Das heißt, bei dieser alternativen diesem alternativen Ansatz bei der Gästeauswahl haben wir noch keine Probleme, wenn es natürlich um Politiker gehen sollte oder auf weiteren Entwicklungsstufen unserer Sendung. Das ist natürlich in jedem einzelnen Fall die Frage, wie der jeweilige Gast das empfindet. Ob sein Auftritt bei RT Deutsch jetzt so eine Art Stigma sein sollte oder nicht. Wobei man zu Blumenthal auch sagen muss, dass er durchaus auch von der Taz in Deutschland interviewt wurde. Aber Sie hatten ihm in dem Studio. Wie viele Interviewabsagen haben Sie denn für Ihre ersten Sendung jetzt bekommen? Wir hatten, ich habe sie jetzt wirklich nicht aufgezählt, es ist so, denke ich, wie eigentlich in jeder Medienredaktion, die Gäste sagen aus verschiedenen Gründen ab, bisher wurde noch kein einziges Mal als Grund das Motiv angeführt, nein, RT Deutsch ist jetzt, ich habe Berührung, also Berührungsangst, damit haben wir bisher noch nichts zu tun gehabt. Ich glaube, der Chefredakteur von Netzpolitik hat das erklärt in einem Artikel, dass er Ihnen kein Interview geben wird, weil Sie ja ein Propagandamedium seien. Ich glaube nicht, dass wir bei dem Chefredakteur von der Netzpolitik schon mal nachgefragt haben. Auch wenn wir das getan haben und er jetzt uns absagt und auch das jetzt zur Selbstdarstellung verwendet, um sich als einen Gegenpropagandisten in die Szene zu bringen. Gut, das ist natürlich ihm durchaus gegönnt, aber aus meiner Sicht wäre dann es dann nicht logischer, wäre es auch nicht zweckdienlicher, direkt RT Deutsch dann sich gegenüberzustellen, zu RT Deutsch zu kommen, zu uns ins Studio. Wir sind offen. Wir laden wirklich Gäste mit allen Standpunkten, mit allen Perspektiven gerne zu uns ein und hier in offener Auseinandersetzung
seine Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Ich komme gleich nochmal auf die unterschiedlichen Perspektiven, Herr Rodionow. War es nicht aber auch ein Problem, dass Sie Ihr Projekt quasi mit einer Generalattacke auf die deutschen Medien gestartet haben? Sie haben ja zu Beginn gesagt, Sie vertreten jetzt hier die andere Perspektive, weil die deutschen Medien, die deutschen Journalisten dazu nicht fähig sind. Verstehen Sie auch als Journalist nicht auch ein bisschen diese Abwehrmechanismen dann? Soll das eine Attacke sein, wenn zum Beispiel im Fall Ukraine die Medien von links bis rechts alle so tendenziös und einseitig berichten, dass es schon wirklich über jedes Maß hinausgeht und dass es schon diese Medien selbst in eine Art Wagenburg-Haltung oder so eine Wagenburg-Mentalität treibt, wo sie sich gegen die eigenen Zuschauer, Leser und Nutzer verteidigen müssen, nicht mal rechtfertigen, sondern aggressiv in die Gegenoffensive gehen und mit Behauptungen, alle, die uns jetzt kritisieren, die unsere Berichterstattung über die Ukraine einseitig finden, das seien alles entweder bezahlte Putin-Trolle oder notorische Putin-Versteher und das widerspiegele gar nicht das eigentliche Meinungsbild in Deutschland, soll das jetzt eine Attacke sein? Das ist eine andere Perspektive, andere Meinungsäußerungsplattform und eine Möglichkeit für diejenigen, die sich jetzt nicht ausreichend informiert fühlen sollten in der aktuellen deutschen Medienlandschaft, anderweitig zu informieren. Keiner wird ja gezwungen, auf Antideutsch zu klicken oder unsere Sendung sich einzuziehen. Kommen wir mal zu den Interviewpartnern, weil das auch immer wieder in den Berichten über RT Deutsch und über RT International eine Rolle gespielt hat. Bei RT International sind wiederholt rechtsgerichtete Interviewpartner zu Wort gekommen, rechtsgerichtete Politiker aus der Europäischen Union, Intellektuelle, Schriftsteller. Welche Interviewpartner werden Sie hier bei RT Deutsch einladen? Wir haben schon von denen, die wir schon im Studio hatten, den Politiker der linken Fraktion Dieter Dehm von den jüngsten Gästen, dann den eurokritischen Wirtschaftsexperten Kerber in der gestrigen Sendung. Dann hatten wir gleich in der ersten Sendung den ehemaligen Oberstleutnant der Bundeswehr oder der Luftwaffe außer Dienst Jochen Scholz und den ehemaligen ostdeutschen Top-Agenten Rainer Rupp alias Topas in unserer Sendung. Nur einige Beispiele. Ist es jetzt ausreichend als so eine Palette, um jetzt so ein Bild zu vermitteln, wo wir zu welchen Gästen, an wen wir uns wenden und welche Gäste wir ins Studio einladen? Das sind durchaus einige Beispiele. Sie haben in einem Interview aber auch gesagt, Sie hätten kein Problem, Politiker der AfD, der Alternative für Deutschland, einzuladen, weil ein Spektrum der deutschen Bevölkerung repräsentieren würde. Hatten wir gerade in der vorletzten Sendung ein Skype-Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Berlin. Ja, ich sehe persönlich da kein Problem, solange diese Partei in Deutschland im rechtlichen Bereich agieren darf und solange diese Partei auch eben einen Teil der deutschen Bevölkerung vertritt, ist es für mich auch vertretbar, dass wir einem Mitglied dieser Partei auch durchaus hier Plattform geben sollten, ohne wie es in den deutschen Medien geschieht, wo natürlich auch die AfD-Vertreter durchaus zu Wort kommen, das gleich so einzuordnen und einzubetten mit diesen bevormundenden Hinweisen, das ist Rechtspopulismus, das ist jetzt alles böse und verdreht und verlogen und einem AfD also gegen eine AfD-Äußerung müssen dann wenigstens so im Schnitt 3 Gegenäußerungen stehen, damit eben dieser arme, naive, nicht genug emanzipierte Mediennutzer nicht etwa in seinen Grundfesten erschüttert wird. Bei uns
soll der Mediennutzer selbst entscheiden. Wo ist Rechtspopulismus, wo ist Linkspopulismus, wo ist gar kein Populismus, wo aus diesen Meinungen, die wir, also wenn Sie mögen, ungefiltert, jetzt zu, in unserem Programm, auf unserer Webseite zum Ausdruck bringen, soll der Nutzer sich selbst ein Gesamtbild zusammensetzen und wir nehmen uns den Anspruch, den fehlenden Teil zu diesem Gesamtbild zu liefern. Ich verstehe, diese Argumentation, die AfD vertritt einen Teil der Bevölkerung, ist erstmal nachvollziehbar, trifft ja aber auch für die NPD zu. Wo ziehen Sie denn eine Linie bei rechten Akteuren? Bei der NPD sehe ich es im Gegensatz zu der AfD den Unterschied darin, dass die NPD ist natürlich viel weiter rechts gelagert als die AfD. Die AfD profitiert ja gerade von den Themen, die vor allem, was auch die Statistiken zeigen, die meisten Wähler, die für die AfD abstimmen, die kommen aus dem CDU-Sektor, also aus dem Rechtsmitte-Teil der Wählerschaft, aber auch von Nichtwählern und von der anderen, von der linken Flanke. Die haben ja relativ geringe Schnittmengen in der NPD. Deswegen haut für mich diese Parallele auch nicht ganz hin. Die werden zwar eben von den Medien auch in einen Topf gepackt miteinander, die NPD und die AfD, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber so, was die Statistiken belegen, bedienen sie eigentlich eine ziemlich andere Wählerschaft als die eher krasse außenrechts liegende NPD, die auch wie viele Prozent kriegt sie? 1,5, das ist schon ein Skandal, wenn eine NPD mehr als 1% einfährt. Das heißt, die AfD schafft dann bei den Landtagswahlen aus dem Stand 10%. Ja. Ich meine, mit dem Ergebnis muss man erleben. Also ich finde es schon etwas ungelenk, etwas plump, wenn man von vornherein damit so umgeht, das gleich in diese rechte Ecke zu schieben und eigentlich auch zu verschweigen, warum woraus diese 10% der Wähler entstehen, nicht aus der dünnen Luft, nicht aus dem Vakuum, eben aus den Themen, die großen Parteien sträflich vernachlässigen und einer AfD dann überlassen. Und das sind ja, oder gar jetzt diese 300.000 Wähler, wo in Thüringen oder in Brandenburg eben als Unterentwickelte abzustempeln. Pardon, mit Verlaub. Ich glaube, das ist. Also halten wir fest, die AfD kommt bei Ihnen zu Wort, die NPD kommt bei Ihnen nicht zu Wort. Die AfD kommt bei uns zu Wort. Mit der NPD kann ich jetzt wirklich nicht vorstellen, wo wir jetzt eine Meinungsäußerung von der NPD in unserer Sendung wirklich verwenden können. Theoretisch möglich. Die NPD, ich meine, der Name spricht ja auch für sich selbst, dass wir ein Zitat, einen sogenannten O-Ton von einem NPD-Mitglied in der Sendung auch verwenden. Das heißt, das ist nicht auszuschließen. Die NPD kommt ja auch in den großen Medien hin und wieder zu Wort. Etwa bei dem gleichen Thema Ukraine, wo doch die NPD eine Schwesterpartei der notorischen ukrainischen sozialnationalen Svoboda ist, die jetzt auch in der Ukraine mitregieren darf, was auch von den deutschen Medien so unkritisch betrachtet wird und gar nicht angesprochen wird. In diesem Zusammenhang kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auf das NPD-Thema zu sprechen kommen und das anreißen, dass die NPD hier genau das Denkgut vertritt, das auch die Svoboda in der Ukraine vertritt, wo es doch heißt, Svoboda stünde auch mit den anderen ukrainischen Maidan-Parteien für die europäischen Werte. Herr Rodionow, was werden wir denn bei Ihnen erfahren, was dem einseitigen Mainstream in Russland entgegensteht? Oder ist in Russland alles okay? Ich denke, wir leben in einer Medienwelt, wo nirgends alles okay ist. Aber als deutsches Medium sind wir natürlich primär hier auf den
deutschen Nutzer und auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Das heißt, wenn Sie jetzt über die Mediensteuerung oder Einseitigkeit der russischen Medien, was aus meiner Sicht übrigens als einer der russischen Muttersprachler, der die russischen Medien mitverfolgt, gar nicht stimmt, weil da muss man schon ein bisschen tiefer gehen unter die, diese Oberfläche oder die Fassade, die vielleicht zwei, drei große Sender da darstellen. Und da findet man solche Vielfalt, auch zum Thema Ukraine, die ich ehrlich gesagt in Deutschland sehr, sehr vermisse. Und auch den Tiefgang in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Aber mal davon abgesehen, ich denke, dass auch dieses Thema Russland-Medien-Bashing ist auch so ausgiebig in den großen Medien da, dass unsere bescheidene Stimme hier gar nicht ins Gewicht fallen würde. Ja? Ich denke, diejenigen, die sich über, darüber informieren lassen möchten, wie in Russland da die Medien geknebelt, gesteuert, unterdrückt werden, die können sich durchaus bei den, bei der Bild, bei dem, bei der Tagesschau, beim Spiegel, bei der FAZ bedienen. Vielleicht wären sie etwas enttäuscht, wenn sie auf RT Deutsch klicken und dann Enthüllungen erwarten über die Unterdrückung russischer Journalisten oder etwa über plumpe Behauptungen, dass zum Beispiel ein Mord an Politkovskaya zeige, dass in Russland Journalisten von der russischen Regierung verfolgt werden. Ich meine, da muss man sich wirklich mit dem Fall ein bisschen auseinandersetzen, die Wahrheit, an die Hintergründe näher zu kommen. Aber auch das mal dahingestellt. Wir versuchen, den fehlenden Part dazu hinzuzufügen, zu liefern. Und ich glaube, Russland-Bashing unter anderem, vorsichtig gesagt, Kritik gegen russische Medien ist auch ohne uns schon im großen Angebot da, dass kaum was übrig zu wünschen ist. Sie haben es anfangs erwähnt, in Ihrer Redaktion arbeitet etwa ein halbes Dutzend Journalisten. Ist das nicht etwas wenig, um diesem großen Anspruch gerecht zu werden? Ja, wir haben jetzt mit einem kleinen Team dieses Projekt angefangen, um auch den Eindruck zu gewinnen, wie das bei dem deutschen Mediennutzer ankommt. Und nach den ersten Zahlen und Statistiken und dem Feedback, es bestätigt sich die Annahme, dass es doch hier durchaus Raum, Platz und Bedarf, Nachfrage vorhanden ist für einen Sender, der jetzt auch medienkritisch, wenn Sie es eine Attacke nennen, das mögen Sie eine Attacke nennen, ich nenne es eher medienkritisch, für einen Sender, der Politik und medienkritisch dasteht und der jetzt sich wirklich den Anspruch nimmt, diesen fehlenden Part dazu zu liefern. Herr Rodionow, abschließend, wo sehen Sie denn RT Deutsch in einem Jahr? Ich sehe RT Deutsch in einem Jahr als eine vor allem für den Zuschauer, für den Mediennutzer anerkannte Stelle, wo man sich alternativ informieren lassen kann, alternativ zum Mainstream. Das heißt auch andere Positionen oder wenn zum Beispiel bei Mainstream in den großen deutschen Nachrichten die Videosequenz läuft, die Putin einsam darstellen soll, wie er am Tisch bei G20 sitzt, dann warum soll bei RT Deutsch nicht die ganze Sequenz laufen, die auch diese Szene zeigt, nachdem der Kellner sich zurücklehnt und die brasilianische Präsidentin mit am Tisch sitzt. Oder zum Beispiel, warum soll bei RT Deutsch nicht die ganze Sequenz laufen dürfen von dem vermeintlichen prorussischen Separatisten, der an der Abschlussstelle von MH17 ein Plüschspielzeug hochhält und der auch als böser Plünderer und als ein hämischer, brutaler Barbar dargestellt wurde in den ganzen deutschen Medien. Wir lassen die ganze Sequenz laufen, wo dieser Mann dann diesen Plüschaffen fast andächtig auf den Boden legt, seine Kappe abnimmt, sich bekreuzigt
und sagt ergriffen, schauen Sie, was die hier tun, die töten Kinder. Also das wäre für mich wirklich ein klassisches Beispiel für das Gesamtbild. Wir wollen das Gesamtbild zeigen, wo es eben fehlt, wo nur bestimmte Stellen herausgegriffen werden aus dem Kontext, um das Gesamtbild zu verdrehen.